Hi Leute, hier ist der George und der Christoph. Hi. Wir haben gedacht, nach dem letzten Bild, was ihr nochmal eingeblendet seht, was gut angekommen ist, machen wir jetzt mal noch ein Bild und zwar über Levitation. Also ich wurde in letzter Zeit öfter angeschrieben und gefragt, wie denn diese diese Schwebebilder gehen. Und jetzt haben wir gedacht, wir probieren das mal aus. Wir haben uns hier eine relativ coole Ecke gesucht. Also relativ. Ist jetzt nicht ganz so cool, aber wir haben das Beste versucht. Ne? Wäre natürlich cooler in der Hood, aber ja, es geht ja einfach nur darum, dass ihr seht, wie das eigentlich funktioniert. Und das könnt ihr überall machen, am See, im Wald, auf Brücken, in cooleren Locations, keine Ahnung. Als allererstes, ja, wir brauchen ein Model. Ne? Da ist mal wieder der Christoph da am Start. Dann haben wir hier eine Kamera auf Stativ, ist wieder wichtig auf Stativ. Die haben wir jetzt schon mal ausgerichtet, so beim Testen. Wir haben jetzt hier so eine kleine Trittleiter. Auch schon alles ausgerichtet, deswegen fassen wir das jetzt auch nicht mehr an. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr auch so einen Wasserkasten nehmen. Die Trittleiter ist etwas höher, sieht natürlich ein bisschen cooler aus. Darauf achten müsstet ihr, dass ihr mit der Kameraperspektive ziemlich weit runter geht. Ne? Weil da kriegt man so ein bisschen die Froschperspektive und dann sieht das natürlich noch höher aus, wenn man, als wenn man springt. Und wir haben jetzt hier ein 16 bis 35 mm 2.8er, Aufblende 2.8, Belichtungszeit wird wahrscheinlich beim 400. liegen. Ich bin hier zwei Belichtungsstufen im Plus, weil wir hier in den hellen Himmel fotografieren. Das ist einfach noch dazu zu sagen, aber ja, ihr seht die Bilder gleich eingeblendet, wenn ich auslöse. Und jetzt zeigen wir euch einfach mal, wie das dann funktioniert. Christoph, geh mal in Position. Genau. Ich habe auch noch eine Kabelfernbedienung, ist auch vielleicht noch wichtig. Also ihr könnt auch so auslösen, aber ihr dürft einfach die Kamera nicht bewegen am besten. Und ich löse jetzt einmal aus. Genau. Das war es eigentlich schon. Jetzt machen wir ein paar Variationen. Sag, ich mache mal den rechten Arm weiter nach vorne ein bisschen. Genau. Oberkörper ein bisschen nach vorne kippen weiter. Ja, so. Geh mal mit dem rechten Bein in die Knie ein bisschen. Ja. Jetzt fordern wir auch mal ein bisschen das Model. Ne? So, jetzt machen wir noch ein paar Fotos. Klar. Super. Ihr seht die Fotos auch immer wieder eingeblendet. Ja. Alles klar. Jetzt haben wir ein paar Variationen. Jetzt muss alles aus dem Bild raus. Christoph inklusive Leiter. Jetzt machen wir noch einmal ein leeres Bild von der ganzen Szene. Ja, jetzt habe ich es verkackt. Ne? Weil ich hätte nämlich den Fokus auf manuell stellen sollen. Stell dich nochmal hin. Nein, stell dich einfach nur mal hin, dass ich den Fokus kriege, wo du warst ungefähr. Genau. So, jetzt stell dich auf manuell. Raus aus dem Bild. Freestyle heute. Genau, Foto, dass wir einfach mal das leere Szenario haben, damit wir was zum Retuschieren haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist arschkalt, deswegen gehen wir jetzt rein zum Christoph an den Desktop und der wird euch dann die Retusche zeigen. So schaut's aus. Bis gleich. Bis dann. Ciao.